Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 209 km/h ist der Hockenheimring eine der schnelleren Strecken, die es auf 17 Kurven und eine Länge von 4,51 km bringt. Die Haupt-DRS-Zone durch die Parabolika mündet in einer Haarnadelkurve, die natürlich die beste Überholmöglichkeit darstellt. Dank an Stefan Römer, den ich erneut an meiner Seite für den Grand Prix begrüßen darf. Reden wir über Vasandi. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn sie sich dem heutigen Rennen stellen. So, Freunde, Qualifying hier am Hockenheimring in Deutschland. In einer hoffentlich guten Runde im Blitzqualifying. Kleiner Fehler, der absolut nicht sein muss. Sehr guten Exit erwischt. Somit alleine mit diesem Exit 4 Plätze gut gemacht. Dann bis gleich zum Rennen, Freunde. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Vettel, Gasly, Vasandi und Leclerc. Raikkonen, Verstappen, Magnussen und Nico Hülkenberg. Sainz Junior, Grosjean, Daniel Ricciardo und Norris, Perez, Stroll, George Russell und Alexander Albon. Kubica und Dani Quert komplettiert die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. So, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zum großen Preis von Deutschland zur Rennstrategie. Wir fahren mit über 17 Runden mit einer geplanten Boxenstopp von einem Stück, und zwar in Runde 5. Wechseln dort von den soft markierten Reifen auf die Medium Reifen. Fahren mit einer geplanten Zeit von 21 Minuten 38, tragen eine Benzinlast mit uns von 27 Kilogramm, das entspricht in etwa 17,9 Runden. Das Rennen bleibt die ganze Zeit über trocken, die Strecke beträgt 32 Grad Celsius und die Lufttemperatur 24 Grad. Wir starten jetzt in die Einführungsrunde. Starten ja von Platz 5 nach einem relativ guten Qualifying. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Thema Weltmeisterschaft, Freunde. Lewis Hamilton führt vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Auf Platz 4 steht momentan Max Verstappen, auf der 5 Charles Leclerc, auf der 6 Diego Vasandi, auf der 7 Pierre Gasly, auf der 8 Sergio Perez, auf der 9 Lando Norris, auf der 10 Lance Stroll, auf der 11 Kevin Magnussen, auf der 12 unser Teamkollege Kimi Räikkönen, auf der 13 Romain Grosjean. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Die Konstrukteurrangliste
führt Mercedes an vor Ferrari und Red Bull. Auf Platz 4 unser Team Alfa Romeo. Auf 5 Racing Point McLaren, Haas, Renault, Toro Rosso und Williams. Fortschritt und Entwicklung haben wir einen Riesensprung gemacht. Sind nur noch auf 4 hinter Mercedes, Red Bull und Ferrari und vor Haas, Racing Point, McLaren, Renault, Toro Rosso und Williams. Das Ganze wegen dem Antrieb. Dort sind wir mittlerweile das stärkste Team, sogar vor Mercedes. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem großen Preis von Deutschland. Let's go! So, Freunde, los geht's mit dem großen Preis von Deutschland. Vettel kommen wir gerade auch vorbei. Genauso wie an Herrn Bottas. Jetzt heißt es angreifen. Wir haben das schnellste Auto, Freunde. Rein von der Geschwindigkeit. Wichtig ist nur, das irgendwie umzusetzen ins Rennen. Und Hamilton auf keinen Fall wegziehen lassen davon. Zweiter und dritter Sektor gehört ganz klar uns. Ja, ich fahre gerade bewusst eine etwas aggressivere Linie, was mich ab und zu selbstverständlich das Rennen kosten könnte. Aber wir müssen ins DRS-Fenster kommen von Hamilton. Sehr, sehr schlechter Exit von mir. Thank you.
jetzt heißt es abhauen von Herrn Hamilton. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Das ist ebenfalls Hamilton überholt. Freunde, ich fahre mit einer KI das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Unser Abstand 94. zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Oh, das macht extrem Zeit gut gerade. Vettel ebenfalls an Hamilton vorbei. Scheint bis jetzt absolut nicht sein Rennen zu sein. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Boxenstopp. Fahr raus, fahr jetzt raus. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Die Frage ist jetzt, gelingt der Undercut? Ich würde es selbstverständlich extrem begrüßen, wenn das funktioniert jetzt und ich vor Bottas bleibe. Exit nicht ideal erwischt. Mercedes-Fahrer ist noch draußen. Tippe mal auf Bottas. Kubica, aber du mit deinem Williams musst da gar nichts wollen.
drüben am Auspuff. Sieh zu, dass du vorbeikommst. Undercut hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Bottas definitiv weiter weg als vorhin. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ins Ziel bringen. Bottas wurde sogar von Vettel überholt in der Box. Schon ausgeschieden. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Naja, kämpft jetzt weiter hinten. So soll's sein. Nicht gut bekommen. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Yeah.
ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Ja gut, wir werden jetzt probieren, in der letzten, zweitletzten Runde eventuell sogar nochmal die schnellste Runde rauszuholen, irgendwie. Deshalb fahre ich gerade extrem auf Sparmodus überall. Und den extra Punkt, den will ich definitiv mitnehmen. Dass die näher kommen, die zwei. Aber damit kann ich leben. Ich will den extra Punkt. Wann das voll ist. Oh mein Gott, Alter. Das Pferd bohrt das jetzt auf einmal für eine Pace. Sobald ERS auf 100 ist, wenn es vor dieser Runde ist, dann geben wir vor dieser Runde schon. Geben wir mit der nächsten Runde dann alles. So, für die nächste Runde wird gepusht auf schnellste Runde. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus.
raten dir, auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Alter Bord, das muss eine brutale Runde gefahren werden. Ja gut, das war's dann wohl mit dem Punkt. Aber die 25, die lasse ich mir jetzt definitiv nicht nehmen. Definitely not. Aber er hat auch zwei Runden frischere Reifen. Macht halt auch etwas aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jawohl. Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Oh. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein gratis Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und bis dahin. Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Hier kommen Sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung.